Und hier bin ich wieder schön in einer Kuscheldecke eingemummelt. Und ja, apropos kuschelig, wisst ihr, wer es weniger kuschelig hat? Unsere Helden aus Digimon Survive. Das war eine super gute Überleitung. Alle sind total durcheinander. Sie wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Ja, also vor 2 Folgen war das jetzt. Da kam Shuchis Ende und es war extrem verstörend. Ich muss sagen, ich selbst war auch ein bisschen von der gesamten Situation geschockt. Ja, und der Schock sitzt immer noch tief. Hey Saki, wenn wir nichts unternehmen, werden alle... Nein! Halt dich von mir fern! Was? Saki? Das war nicht nett, Saki. Florimar macht sich doch nur Sorgen um dich. Ich kann Saki aber ein bisschen verstehen. Also mich würde das auch verunsichern. Stimmt's euch? Findest du nicht auch? Vielleicht, kann schon sein. Ich verstehe schon irgendwie, was sie meint. Nur, um das mal klarzustellen, ist halt auch auf unserer Seite, oder? Natürlich sind wir das. Natürlich? Wie kannst du sowas sagen? Könnt ihr uns beweisen, dass ihr wirklich auf unserer Seite seid? Beweist dir das nicht die Tatsache, dass ich die ganze Zeit an deiner Seite gekämpft habe? Stimmt, ihr wart immer für uns da, wie Freunde, sogar wie Partner. Aber können wir euch wirklich vertrauen? Woher wissen wir, dass ihr nicht lügt? Nach allem, was wir wissen, tut ihr nur so und wollt uns später reinlegen. Beruhige dich, Minoru. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber sei nicht so grob. Wie bitte? Sag mir nicht, was ich tun und lassen soll. Was unterscheidet euch denn von allen anderen, gegen die wir gekämpft haben? Eins möchte ich mal klarstellen. Wenn wir euch Kinder nicht zur Seite gestanden hätten, wärt ihr alle schon längst weg vom Fenster. Heißt das, ihr könnt uns einfach jederzeit loswerden? Willst du das damit sagen? Also, Minoru, übertreib mal nicht. Also, das passiert, was sehr naheliegend ist. Also, war auch mein Gedanke. Lopmon hatte ja dann eine schlechte Digitation hingelegt und hat Shuchi einfach zerstört. Sein eigener Partner hat ihn getötet. Gefressen. Und ja, da kriegt man natürlich auch ein bisschen Angst vor seinem eigenen Partner, dass das auch passieren könnte, weil sie ja anscheinend doch auch gefährlich sind. Und wenn es ganz dumm läuft, sich ja auch gegen ihre Partner stellen könnten. Und eigentlich würde das natürlich nie passieren, weil die natürlich ein ganz anderes Verhältnis hier im Digimon-Partner hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Zweifel und Angst sät, so etwas mit anzusehen. War auch eine sehr belastende Situation. Warum wirst du unbedingt das Schlimmste über uns denken? Es reicht, Minoru. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber das ist doch sinnlos. Okay, tut mir leid, Takuma. Oh, jetzt ist aber schnell beruhigt. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, verdammt. Minoru ist echt durcheinander. Wie können wir ihn aufmuntern? Wenn er sich beruhigen würde, könnte er in Ruhe entscheiden, was er tun will. Oder ich schlage vor, was wir machen sollen und muntere ihn so auf. Was will mir? Dann glaube ich es halt nicht. Beruhigt euch, ihr zwei. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Ich denke, ich plädiere auch schon so ein bisschen für beruhigt euch. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist der falsche. Also beruhigt euch. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, hört jetzt auf damit. Das bringt nichts, würde ich sagen. Oder ich würde auf ihn einreden. Ich würde was ganz anderes sagen. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt für Grübeleien. Alle stehen unter Schock und sind müde. So viel darüber nachzudenken, macht es nicht besser. Ruh deinen Körper aus, dann geht es deinem Kopf auch besser. Ja, du solltest dich mal sehen. Du übertreibst völlig. Dritte schlecht Nachfall, Gummon, meine Güte. Musst du gerade sagen, was glaubst du denn, wessen Schuld das ist? Hört auf! Warum können wir uns nicht einfach vertragen? Ich dachte, wir wären Partner und ich bin sauer, weil alles gelogen sein könnte. Du machst dir das so aus. Genau das will uns der Feind doch glauben machen. Hört auf zu streiten, ihr zwei. Halt die Klappe, Mio. Oh Gott. Minoru ist der Nächste. Ich sehe es jetzt schon. Nicht mein Bro. Minoru ist doch mein Bro. Warum? Passt dir nicht, was ich sage? Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was mit Trio passiert ist.
Tsiakumon könnte eines Tages auch versuchen, dich zu fressen. Man weiß nie. Wie könntest du das nur sagen? So was Furchtbares würde Tsiakumon niemals machen. Genau, ich würde Mio niemals etwas antun. Ich an deiner Stelle würde mir Gedanken über meine eigenen Partner, machen. Ja, Kaido, du warst viel zu gemein zu Dragmon. Du solltest dich entschuldigen. Wir stehen auf der gleichen Seite. Oh, jetzt komm schon, das habe ich gesagt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Sie sollten mit dem Streit aufhören und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Einfach mal alle chillen. Genug, das ist sinnlos, wenn ihr alle nur stur bleibt. Falcomon, hey, wohin gehst du? Falcomon, geh nicht. Wer weiß, was noch passiert, wenn du weg bist. Kannst du wenigstens warten, bis der Professor wieder da ist? Bitte. Ja, das ist doch nicht zu viel verlangt. Komm schon, Falcomon. Okay, vielleicht war ich da ein bisschen zu voreilig. Können sich Minoru und Falcomon doch nur so gut wie Mio und Tsiakumon vertragen? Eigentlich tun sie das ja auch. Freie Aktion. Oh Gott. Why? Oh, nicht mein Bro. Ich will nicht, dass Mio der Nächste ist. Was soll das? Wasser, Straßen, Platz freigeschaltet. Okay, cool. Strand, Wasserstraße freigeschaltet. Cool. Freier Kampf freigeschaltet. Cool. Was ist das denn? Wald nahe Stadt freigeschaltet. Cool. Einkaufsviertel freigeschaltet. Cool! Wohngebiet, anscheinend noch ein freier Kampf, okay. Es gibt einige freie Kämpfer, Leute. Dann let's see. Was haben wir denn hier? Meramon und Birdramon? Achso, ich muss dann erstmal dann darüber. Okay, verstehe. Ich kann da gar nicht runter. Oder geht zum Bereich? Ich gehe zum Bereich da hoch. Es gibt hier das Agumon und der Professor. Und das freier Kampf. Monsaemon und Gardromon, okay. Einkaufsviertel. Hey, das ist Kaito. Soll ich nach ihm rufen? Schüssel mit Eiscreme. Meinst du nicht eine Eistruhe? Eine Eistruhe mit einem Metalldeckel. Dragmon, altes Schild. Darauf steht Fifth Avenue, muss der Name des Einkaufszentrums sein. Klingt nach einem Namen aus meiner Welt. Der Name ist viel zu banal. Ja, der bietet keine Anhaltspunkte. Das stimmt. So, noch ein Friseursalon. Was ist das für ein rotblaues Ding da, Takuma? Das ist ein Friseursalonschild. Normalerweise dreht sich das. Warum ist das so schnörkelig? Da dreht es sich ja ein mit ja, alles. Oh. Ich guck mal, ob ich noch... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Zurück. Nein, nicht dieses zurück. Nein. Oh mein Gott. Steuerung des Todes. Ich wollte eigentlich noch meine Cam einmal gucken. Da ist Kaito. Ja, Kaito. My bro. My love. Always. Oh, Haru ist auch da. Hallo, Haru. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht ein kleines Grillgut. Nein, okay. So, kann ich mit Haru reden? Nee, ich kann. Haru ist einfach nur Deko. Dann reden wir mit Kaito. Hi. Das sind also die Ruinen des Einkaufsviertels. Wir müssen auf der Hut sein. Okay. Was ist los? Willst du reden? Hey Kaito, alle sind ziemlich angespannt, aber wie geht es dir überhaupt? Ganz okay, denke ich. Dragmon hat laut geschrien. Muss am Stress liegen. Keine Ahnung, ob Kaito mir ehrlich gesagt, wie es ihm geht. Soll ich ihn fragen? Vielleicht sollte ich es indirekt angehen oder ihn erschrecken. Ihn erschrecken? Ich bin direkt. Bist du sauer geworden, weil du besorgt bist? Ich wollte nur mal nachfragen. Du betrachtest andere Menschen als Spielzeug, nicht wahr? Was? Das wollte ich damit nicht sagen. Ich war bloß besorgt, dass du besorgt sein könntest. Ich weiß schon, dass das nicht böse gemeint war. Oh, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber ich möchte mich bei dir bedanken. Ich werde ab jetzt offener sein. Dann braucht sich keiner mehr Sorgen, um mich zu machen.
Ich bin zwar auf der Hut vor den Verrätern, aber ich bin sauer. Und auch noch, und auch nicht besorgt. Ah, er ist weder sauer noch besorgt. Okay. Wenn er sich wehrt, wird er es bereuen. Kaito, wie kannst du sowas sagen? Ich traue Dragmon nicht, kein bisschen. Was? Wir wissen schließlich nicht, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Und heuchel ja kein Verständnis, solange dir kein Monster hinterherläuft. Du hast recht. Sie tun mir bloß einfach leid. Tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Ah. Da fällt mir ein, weder Haru noch Miyuki haben eigene Monster. Was unterscheidet sie von uns? Hat das was mit dem Schrein zu tun? Kaito. Oh Mann, diese oh mein Gott, diese Zwietracht. Ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht. Okay, ja gut, dann zur Karte. Immerhin haben wir uns mit Kaito wieder ein bisschen angefreundet. Ja, da ist noch freier Kampf. Dann gehen wir mal weit nach der Stadt. Da ist der Professor. Hey, ho, hey. Hey, wo sind Sie, Professor? Ihr Patenter, Resistenter, irgendwas, Assistent. Da ist der Professor. Soll ich vielleicht was zu ihm sagen? Yo, Professor. Das macht sogar eine Aktion. Was ist da? Ist da was versteckt? Ich glaube, hier ist irgendwas. Sollte ich mich mit der Kamera umsehen? Oh, das wollte ich nicht. Ups. Ich wollte... Oh, ZR und ZL sind ja schon sehr nah. Keine Ahnung, ich bin doof. So. Ist da was? Yes, her damit. Nom nom nom. Was ist das? Eine flinke Banane. Ich benutze die nie. Da ist noch was. Da. Was ist das? Ein Ausdauerpilz. Okay, scheint, das müssten wir vielleicht sehr flink sein. Oh, war da noch was? Da ist noch was. Mann, was ist das? Fühlt sich einmal eine Stimme oder das Bewusstsein von jemand anderem in meinem Kopf? Nein, ist okay. Ich krieg eh nicht alle Fragmente davon zusammen. Ich kenne mich doch. Okay, dann reden wir mal mit Herrn Professor. Professor, ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Oh, bist du das, Takuma? Wie geht es allen? Es läuft zwar gerade nicht so gut, aber soll ich das wirklich ansprechen? Der Professor hat einiges durchgemacht, tut aber alles, um uns eine Pause zu ermöglichen. Ist vielleicht keine gute Idee, ihn jetzt auch noch mit der Wahrheit zu belasten. Andererseits, um unehrlich zu sein, könnte später zu Problemen führen. Ja, wir sagen natürlich alles, so es ist. Wir schaffen das nicht so gut. Alle sind gereizt, würde ich sagen. Ach, das sind auch wieder... Oh, nicht so gut. Alle sind gereizt. Alle sind gereizt und streiten miteinander. Die Erschöpfung, der Stress, die Angst. Kein Wunder, dass alle so gereizt sind. Aber dir geht es gut, ja? Du bist nicht erschöpft und ängstlich? Doch, ein bisschen, aber nicht so schlimm wie die anderen. Verstehe. Vielleicht bist du stärker, wenn du machst... oder du machst das Gleiche durch wie sie. Mute dir nicht so viel zu... Psychischer Schmerz ist schwerer zu erkennen als körperlicher. Es sollte nicht noch ein junger Mensch seiner Zukunft beraubt werden. Ich will nichts bereuen. Ach, das mit Chuchi war meine Schuld. Oh, sag doch sowas nicht. Ich bin der Erwachsene. Ich hätte mehr tun sollen. Was, Professor? Sie können sich nicht die Schuld dafür geben. Was? Nein, ich habe Chuchis Veränderungen nicht bemerkt. Das war schon ein schwerer Fehler. Du warst auch gar nicht da. Oh. Ich hätte mehr mit ihm reden sollen, um zu erfahren, was ihn bedrückt hat. Lopmon hat sich auch noch nie auf diese Weise verwandelt. Auf diese Weise? Wovon reden Sie da, Professor? Die Kemonogami spiegeln unser Innerleben und verändern sich entsprechend, glaube ich. Deshalb spiegelte Lopmon Chuchis Verwirrung und hat sich in Wendigomon verwandelt. Aber trotz meiner Theorie konnte ich nichts tun, um den armen Chuchi zu helfen. Ja, ist er erst im Anschluss aufgetaucht. Was soll er denn machen? Meine Güte. Und das ist etwas, wofür ich letztendlich gerade stehen muss. Oh, Professor, da fällt mir was ein. Das hier habe ich da drüben gefunden. Das solltest du nehmen. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. Dann werde ich nochmal woanders suchen, um
ein paar Dinge zu bestätigen. Okay, seien Sie vorsichtig, Professor. Professor. Na gut, dann sind wir jetzt soweit erstmal durch. Wir können natürlich noch ein paar Kämpfe machen, aber sonst war es das. Dann gehen wir, zweiter Inselbereich zum... Hä? Ach, das ist dann hier der Bereich, obwohl da oben angezeigt wird. Okay, alles klar. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu Mio und Saki. Ich habe ein bisschen Angst, bei Minoru was falsch zu machen, weil ich ihn nicht auch verlieren möchte. Das sind Mio und Saki. Soll ich mit ihnen reden? Ich weiß nicht, solltest du das vielleicht mal tun? Lass mal gucken, ich auf die Kamera. Ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Pflaster oder ein leckeres Fleischstück. Oder auch nicht. Hätte ja sein können, vielleicht in der Mitte, so zwischen den beiden? Nein, 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 okay. Ende des Korridors. Saki, los geht's. Oh, wahrscheinlich würde ich eher das Falsche sagen. Das Falsche, Sakin. Obwohl es schon verrückt ist, wie schnell Leute sterben können. Hm? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, Saki, aber warum sagst du sowas Trauriges? Einfach so. Ist mir so eingefallen. Warum? Habe ich was Falsches gesagt? Das ist wirklich kein Problem. Ich will nur wissen, was sie denkt. Alle sind entweder betrübt oder sauer. Aber Saki wirkt irgendwie anders. Nicht, dass sie keine Gefühle hätte. Es wäre das für sie nur ein böser Traum gewesen. Das ist ungesund. So staut sich die... Was? So staut es sich nur an und wird schlimmer. Was denkt ihr, warum? Sagt sie es mir, wenn ich frage? Nein, kein Wasser, nein, kein Problem. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Was geht? Ich frage sie, was in ihrem Kopf einfach vor sich geht. Chef, immer gern. Kannst du mir sagen, was dich beschäftigt? Ich glaube, das ist unmöglich. Unmöglich? Wieso? Tut mir leid, Takuma. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich bin das Problem. Mehr ist da nicht dran. Ich habe nur laut gedacht. Hat nichts zu heißen. Bist du dir da auch ganz sicher? Der Schock muss ihr Gefühlsleben total durcheinander gebracht haben. Das mag jetzt zwar etwas übergriffig erscheinen, aber ich glaube, du hast dir deine eigenen Gedanken über alles gemacht. Wirklich? Ja, und deshalb hoffe ich, dass es dir nach etwas Ruhe wieder besser geht und dann kannst du wieder so unbeschwert wie sonst sein. Ah, den Eindruck hast du also? Ja, ich wollte nicht. Ach, kleiner Scherz. Jedenfalls werde ich versuchen, mich zusammenzureißen. Oh, ich glaube, das war nicht gut. Wir haben keine Pluspunkte bei ihr bekommen. Das macht mich traurig. Ich bekomme gerne Pluspunkte. Hey. Saki? Ja, was? Ach, du... Du bist ja wie immer. Gerade hast du doch Florimon noch gesagt, dass er soll dich in Ruhe lassen. Ich war nur erstaunt, weil Minoru sich so komisch und ängstlich benimmt. Tut er das? Ja. Florimon wirkt beunruhigt. Vielleicht wird sie ja nicht schlau, Saki. Wenn sie oberflächlich auskommen, muss das wohl vorerst reichen. Oh. Okay. Hallo Mio. Ich will bei Mio nicht auch was Falsches sagen. Hi. Perfektes Timing. Ich wollte dich was fragen. Okay, was denn? Ist Trio wirklich tot? Ich glaube schon. Der Nebel hat ihn verschluckt. Oh, und hast du mich jetzt? Was? Dich hassen? Wieso sollte ich? Ich habe uns zum Schrein geführt und jetzt stecken wir fest. Deswegen musst du mich doch hassen. Hä? Das war doch nicht mit Absicht. Takuma, du solltest mal mit ihr reden. Sie tut, als wäre alles in Ordnung, aber sie ist echt am Kämpfen. Aber Mio, sie sieht aus, als würde sie gleich weinen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sie sich die Schuld an diesen schrecklichen Ereignissen gibt. Aber sie ist nicht daran schuld. Ach, das sollte ich hier klar machen. Du machst dir zu viele Sorgen. Das ist nicht deine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe. Jetzt ist alles dasselbe. Was soll ich denn sagen? Mach dir keine Vorwürfe. Du hast uns ja nicht absichtlich hergeführt. Mach dir keine Vorwürfe. Ja, wahrscheinlich, aber... Nutzen wir die Zeit produktiv. Irgendwie kommen wir schon zurück. Okay, ich versuche, mich zusammenzureißen. Oh, meine nicht Mio. Danke, dass du so lieb zu ihr bist, Takuma, aber ich glaube, sie braucht einfach Zeit. Überlass mir den Rest.
Ach, sie muss sich mal richtig ausheulen. Alles klar. Tut mir leid, dass ich keine größere Hilfe war. Oh, du warst eine große Hilfe. Was du gesagt hast, hat dir gut getan. Oh. Das war drei. Viele Optionen gab es ja nicht. Oh, was jetzt? Wieso wurde ich jetzt rausgeschmissen? Tiefer Wald freigeschaltet. Okay. Das nochmal sag hier. Oh, das sind auch nochmal ein paar Münsterchen. Ich kann nochmal mit ihm reden. Ich kann es nochmal bei Saki versuchen, vielleicht. Ein paar Pluspunkte zu machen. Mal gucken. Hey, Saki. Na, Saki, was soll ich zu ihr sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie wieder, dass ich wieder irgendwas Doofes sage. Da ist ein Boot. Das Fackel zweigeteilt. Ich glaube, das war mal ein Boot, aber es ist unbrauchbar. Wenn nicht, könnten wir direkt zurück zur Schule oder anderswohin. Das ist wahr. So, was gibt's denn jetzt hier noch so? Aha, 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 aha. Okay, also anscheinend rein gar nichts. So, Saki. Was denn los? Mit uns beiden, wir werden irgendwie nicht warm. Hm, Saki und Floramann unterhalten sich da drüben. Fühle mich besser. Besser als in unserer Welt. Echt? Das ist schön zu hören. Ja, wenn wir klarkommen, ohne noch mehr Zeit haben. Von hier verstehe ich kaum etwas, aber sie sehen einander an und reden. Sie hat schön zu hören gesagt. Vielleicht herrscht kein böses Blut mehr zwischen ihnen. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie haben keinen ständigen Blickkontakt. Hm, sieht aus, als würde Saki Floramann hart zusetzen. Sie handelt immer aus dem Bauch heraus. Eine Minute ist sie böse, die andere gelassen. Ich frage mich, wie das in der aktuellen Lage funktioniert. Nicht unfreundlich, total. Sakis Einstellung ist nett und freundlich. Total entspannt. Hä, was? Oh Gott. Wahrscheinlichkeit ist wieder bei 33%, dass ich das Richtige nehme. Sie ist ziemlich optimistisch. Sie ist total entspannt. Sie ist zwar sehr launisch, aber bei guter Laune wirkt sie entspannt. Das ist besser, als sich grundlos aufzuregen, schätze ich. So, Floramann, hörst du mir zu? Oh, ja, was ist denn? Es mag ihnen zwar besser als den anderen gehen, aber sie wirken trotzdem nicht zufrieden. Was war das denn jetzt gerade, dass ich da was auswählen konnte? Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Sag ihm, Floramann, soll ich sie wohl in Ruhe lassen? Okay, das war's. Das war jetzt irgendwie auch wieder... Weiß ich nicht. Sinnlos. Ich sollte mal gucken, ob ich vielleicht nochmal irgendwie mit da. Mit Aoi reden kann. Die habe ich jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen ausgelassen. Aoi und Mio, soll ich mit ihnen reden? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Hi. Hey, ihr zwei. Seht ihr euch hier um? Kann man so sagen, eine Mischung aus Suche und Spaziergang, ehrlich gesagt. Mir ist etwas klar geworden. Die Leute hier hatten ein wirklich ausgefülltes Leben. Ja, man erkennt, dass überall Leute waren. Hey! Hey Leute, ich habe was Brauchbares gefunden, Energiebonbons. Oh, stimmt, gut gemacht, Labramon. Die Suche war erfolgreich. Schätze schon. Die beiden kommen gut miteinander aus. Das ist schön zu sehen. Ich glaube nicht, dass es Probleme gibt, wenn ich nicht eingreife. Hier, das solltest du nehmen, Takuma. Echt jetzt? Aber du hast es doch gefunden. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig einsetzen kann, wenn wir es brauchen. Als Minoru und Kaito sich gestritten haben, habe ich auch an Labramon gezweifelt. Aber das war ein Fehler. Labramon hat mich immer beschützt. Trotzdem habe ich mich mitreißen lassen und vergessen, Labramon dankbar zu sein. Mann, oh Mann, Aoi wirkt ziemlich betrübt. Ich wünschte, ich könnte sie aufheitern. Sie bereut, an Labramon gezweifelt zu haben, wobei ihr das egal zu sein scheint. Das muss sie beschäftigen. Wie schaffe ich es, dass sie sich besser fühlt? Oh Gott! Machen wir es wieder gut? Labramon, ist das egal? Was vorbei ist vorbei. Machen wir es wieder gut. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann tu ab jetzt alles, um es wieder gut zu machen. Es wieder gut machen? Ich glaube nicht, dass Labramon will, dass du dir solche Vorwürfe machst. Das stimmt, Aoi. Ich will dich lächeln sehen. Wenn du mir vertraust und mit mir lachst, gibt mir das alle Kraft, die ich brauche. Reicht das wirklich?
Ja, geben wir unser Bestes. Oh, das war richtig. Okay. Ach, wenn dich das glücklich macht, Labramon. Gut, ich glaube, die beiden kommen jetzt klar. Yes! Pluspunkte bei Saki! Können wir uns doch mal ein bisschen beim Miwa einschleimen vielleicht? Ich hab noch einen Punkt. Ich muss zu Minoru auf jeden Fall. Ach, ist schon irgendwie seltsam. Was gibt's? Als mein Vater noch ein Kind war, lief immer so eine Fernsehsendung. Okay. Und dieser Ort erinnert mich daran. Ach ja? Ja, der Ort hier ist wirklich etwas altmodisch. Schau mal, Miu, meinst du, das könnte uns irgendwie weiterhelfen? Was? Ja, gib mal her. Oh, hübscher Fund, Alter. Hübscher Fund, Alter. Nimm du sie. Die kannst du mit den anderen benutzen. Oh, danke, Siakumon. Aber kann ich die wirklich einfach so mitnehmen? Warum nicht? Es ist ja nicht klar, wem sie gehört. Oh, stimmt. Da kann ich sie auch behalten. Die beiden stehen sich echt nahe. Die Streitigkeiten sind wie verflogen. Hoffentlich kommen die anderen auch bald so gut wie mir und Siakumon miteinander aus. Na, die hatten ja nie mehr gestreit, die beiden. Vielleicht sollten sich alle ein Beispiel an den beiden nehmen. Sollte ich Miu bitten, Streitschlichterin zu spielen? Aber wie bringe ich sie dazu? Ganz bescheiden fragen, sie ganz normal bitten. Ich frag sie mal ganz bescheiden. Wenn ich was dazu sagen dürfte, Lady Miu? Okay, ich bin heute echt gut. Aus Wasaki. Ich möchte, dass alle sich so gut verstehen wie du und Siakumon. Deshalb möchte ich dich untertänigst bitten, die Streitigkeiten zu schlichten. Du meinst, ich soll als Vorbild dienen? Ich weiß ja nicht. Komm schon, Takuma, stifte sie zu nichts an. Wir verstehen uns zwar gut, aber die anderen sind echt sauer. Nichts, was wir sagen, würde daran etwas ändern. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe, dass die ganzen Ereignisse das gegenseitige Vertrauen geschmälert haben. Ich dachte nur, wir könnten etwas dagegen unternehmen. Ach, du bist ein netter Kerl, Takuma. Aber was passiert, passiert eben. Es ist, wie es ist. Ach, ich komme mir so gelehrtenmeistermäßig vor. Aber danke, dass du mich Lady Miu genannt hast. Los, Takuma, nochmal! Vielleicht ein andern Mal. Langweilig. Ach, dann bleibe mir. Was? Da bleibe ich mir nur weiter auf sie aufzupassen. Ärgerlich. Lady Miu, was hat dir gefallen? Warte mal. War das jetzt? Status? Dabei Profile. Hier. Haben wir uns jetzt gut bei. Oh, Saki. Saki, das mit uns wird, glaube ich, nie was. Aber mit Aoi läuft er noch schlechter. Oh. Mist. Aber mit Miu läuft es ganz okay. Das ist gut, I guess. Das ist gut, denke ich. So, nein. Ich muss dringend mit Minoru auf jeden Fall noch reden. Hui. Minoru, Bro, my love. Bist du hier? Da ist er. Ich hoffe, ich kann das Richtige zu ihm sagen. Minoru. Oh, da ist Minoru. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Ein bisschen Vorwürfe mache ich mir, dass ich nicht sofort zu ihm gegangen bin. Sind das Minoru und Falcomon? Ich hoffe, sie raufen sich wieder zusammen. Komm schon, Minoru. Misstraust du uns wirklich so sehr? Ja, das tue ich. Ich traue keinem einzigen von euch Viechern. Nachdem ich jetzt zweimal das Gleiche erlebt habe, wie soll ich euch dann noch trauen? Dann möchte ich dich fragen, wie willst du ohne uns gegen den Feind kämpfen? Ihr seid absolut hilflos. Wenn ihr allein kämpft, habt ihr doch schon verloren. Ach, bist du so stolz auf deine monsterhafte Stärke? Wie kannst du es herablassen, über eine Kraft treten, auf die du dich bisher verlassen hast? Wünschst du dir unbedingt Schmerzen? Wenn du allein klarkommst, dann bitte. Ach, letztlich rufe einen richtig heißen Macker, was? Oh nein, Minoru, du bist doch mein Bro, was soll das? Minoru ist zwar der größere Streithahn, aber wenn ich nicht zuhöre, flippt er noch mehr aus. Wie auch immer, ich muss was sagen, bevor sie sich an die Gurgel gehen. Ruhig auf sie einreden, das ist, glaube ich, noch mehr Stress. Ihn dazu zu bringen, sich zu entschuldigen. Oh, da könnt ihr ausflippen, ich will, dass sie sich beruhigen. Kommt mal runter, durch einen Kampf wird doch noch nichts besser. Oder durch einen Streit. Moment mal, Minoru versucht sich doch mit mir anzulegen. Das ist nicht meine Schuld.
Deine Freunde greifen uns doch immer wieder an. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Wenn es weitergeht, wird es nur noch schlimmer. Falco, komm zurück. Na gut, wenn du drauf bestehst. Puh, klingt, als wärst du ein besserer Partner für Takuma. Oh Gott, Minoru ist voll im Kreise. Okay, schon seltsam, dass du echt auf der Seite der Monster bist, Alter. Minoru... Ach, er gibt einfach nicht nach. Ich muss erstmal runterkommen. Lass mich bitte kurz allein. Okay, ich hab verkackt. Nicht gut. Wir sollten jetzt gut ausgeruht sein. Was ist denn los? Gut. Was los ist, erfahren wir dann wohl in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die Mädels played Digimon Survive. Bis zum nächsten Mal. Bye.